Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder auf dem Bilster Berg. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Jens, komm her hier. Hi. Ich krieg heute tatsächlich dieses Auto zur Verfügung gestellt. Also nicht komplett alleine, sondern Jens ist mit dabei. Ja. Danach darf Jens selber auch noch hier fahren. Wir sind nämlich auf dem Bilster Berg und wollen das Fahrzeug hier heute mal testen. Ich glaube, es ist so mit eins der geilsten. Also geilsten im Sinne von, ich glaube, das Ding ist schon für richtig gut für den Bilster Berg. Denke ich auch. Aber ich will nichts vorwegnehmen, erzähl mal. BMW 202. TI. Karosse, aber S14 Motor vom M3 E30, 200 PS, Vierzylinder, Saugmotor. Jetzt muss ich aber einmal kurz 202 TI, das heißt, die Basis war eigentlich relativ beliebt und richtig, auch selten. Genau. Und selten und war auch mit die schnellste Klasse halt von der Serie mit 130 PS und das ist halt die Grundkarosse gewesen. Der Motor war raus, der alte, und der kam dann da rein. Du hast den aber gekauft mit TI-Motor drin, oder? Nein, ich habe den in Einzelteilen gekauft. Also es war, lag alles in der Garage, es stand nur die Karosse auf den Rädern. Und jo, der Motor lag irgendwo im Keller. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das so kaufen. Dann habe ich das mit nach Hause genommen, zwei Garagen gemietet. Eine Garage für Teile und eine fürs Auto. Und dann angefangen zusammenzubauen. So wie bei mir, nur dass hier Autos zusammen sind. Quasi. Wann hast du den gekauft? 1997. Ja. Und das ist jetzt die mehr oder weniger, aber nicht die allererste Fahrt, die wir machen, seit 97. Nee. Nein, ich habe zwischendurch schon Fahrten gemacht, aber halt nur mit so einem Wochenkennzeichen, wo es die noch gab, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und ja, ansonsten mal mit einer roten Nummer, aber im normalen Straßenverkehr und nicht auf der Rennstrecke. 97? Ja, 26 Jahre. Ich bin mir doch nicht so sicher, ob ich den gleich fahren will. So alt bin ich nicht mal. Ich dachte jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 5-Jahres-Projekt, 10-Jahres-Projekt oder so. Nein, es war zwischendurch immer, musste das wieder in der Ecke stehen, wegen Familie. Dann ist mein Vater gestorben und dann ging gar nichts eine Zeit lang. Und daher hat sich das halt hingezogen. Aber der S14-Motor, der war schon drin? Nein. Also musste komplett alles passen machen? Ja. Also ich nicht alleine, es hat mir jemand geholfen, weil du musst dann schon, also der Block ist ja beim 02 ähnlich, die Aufnahmen passen alle, nur du musst den Krümmer ändern und die Auspuffanlage ändern und den Tunnel aufweiten, dass das Getriebe da reinpasst. Ja. Das heißt Getriebe auch S14? Getriebe ist vom M6, das ist aber ähnlich. Jetzt wird's wild. Ganz wild. Jetzt wird's wild. Ja. Aber auf jeden Fall geile Konstellation, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Kombination so halt so eine Fahrkombination jetzt am Ende wird. Ne? Also dass man halt Bock drauf hat mitzufahren. Richtig, genau. Also es fehlt jetzt noch eine Sache, die ist halt nicht so schön, die gefällt mir auch nicht. Ein anderes Differential muss noch rein, weil er jetzt ziemlich hoch dreht. Ist ein offenes oder irgendwas gesperrtes? Nein, das ist ein offenes. Cool. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so wild, weil wir waren nämlich tatsächlich gerade letzte Woche mit genau dem Reifen, mit Nikos Auto und Oschersleben unterwegs und das hat wirklich super funktioniert. Also wenn wir die heute ein bisschen warm kriegen, wird das schon gut. Ja. Krass. Basismäßig hat der jetzt 202 TI, wie viel ist? 130 und jetzt reden wir von? 200. Ich würde sagen, lass mal einmal den Motor angucken. Ja. Okay. Aber sieht auf den ersten Blick ehrlich gesagt so aus, als wenn es da rein soll. Ja, es ist auch wie gesagt, das haben schon andere Leute gemacht, auch so einen Umbau. Aber es passt schon. Also du musst nicht viel ändern. Nicht hier vorne mit dem Kühler das ein bisschen erweitern, halt, dass du da mehr Platz hast. Also in die Richtung auch ja, da? Ja, genau. Oh, schön. Und der hat jetzt 200. Ja. Das heißt, was ist an dem alles gemacht? An dem Motor, der ist Serie. Komplett Serie? Ja, komplett Serie. Also wünschenswert, was ich mir jetzt noch auf dem Zettel geschrieben habe, ist halt eine Airbox eventuell, dass du den ja noch mal ein bisschen mehr Leistung auch diesen Sound halt kriegst. Ne? Aber Ziel war erstmal Serie rein. Genau. Das erstmal fährt. Erstmal fahren mit und gucken. Klar, du hast dann immer wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die dann, wo du sagst, oh nee, das geht nicht, das will ich noch ändern. Würdest du das so mit dem Hakenzeichen hinkriegen? Passt das kommt auf den Prüfer drauf an. Ah, okay. Also die haben ja einen gewissen Spielraum. Ich denke schon. Wie gesagt, weil der Grund, der Block ist ja der gleiche. Ja, ja. Jetzt haben wir deutlich mehr Leistung. Wie ist das mit Thema Achsen? Lässt man das alles so oder auch alles angepasst? Das könnte man so lassen, aber hinten bin ich auf Scheibenbremse gegangen und vorne ist die Achse so geblieben, aber die Bremse vom Turbo, vom 2002 Turbo. Der hat ja damals 170 PS und die ist vom BMW bis 200 PS freigegeben. Aber ich finde den Stil von dem Auto irgendwie cool. Ist irgendwie das Silber mit dem Gold ist so ein bisschen Restaurant-mäßig. Die Heckklappe, aber das ist aber nicht original, ne? Nee, das ist ein Kunststoff, GFK-Heckklappe. Mhm. Normalerweise gehen die ja hier so runter. Woran hast du das jetzt erkannt? Wegen dass die original ist? Ja. Ja, es ist nicht ganz so meine Baujahre, aber so ein bisschen.
ich muss immer sagen, als ich mit dem ganzen Tuning angefangen habe, das war so um die 2000er rum, nicht ganz so 2000, jetzt muss ich mal rechnen, 86 mal 16, 2002, 2003, da war das tatsächlich noch, da hat man nach genau solchen Autos gesucht. Man hat ganz viel Golf 1-8er, alte BMWs und so weiter, und daher kenne ich die ja halt schon so ein bisschen, zumindest die kleinen davon, die Reusen, die man dann gekauft hat, mit jede Menge Löchern drin, ein bisschen schweißen, flach machen und ohne Leistung durch die Gegend fahren. Von sowas hat man natürlich immer geträumt. Ne? Das war halt so. Ne? Geil. Vor allem der Auspuff hier. Aber das ist halt so, weil der Original den auch in der Mitte da hinten hatte, ne? Ja, richtig. Die kleineren Motoren, da kam er hinten rechts raus und der Turbo, bei dem kam er auch in der Mitte raus. Und da ich das halt, das sieht halt besser aus. Ah, nur bei dem Turbo war der in der Mitte? Genau. Das wusste ich auch nicht. Sonst war der halt hinten rechts. Mhm. Und war aber, als du ihn bekommen hast, reine Rohkarosse, oder? Der war lackiert. Ah, lackiert war er immer. Ja. Wäre Silber sonst aber auch deine Wunschfarbe gewesen, oder hättest du eine andere gemacht? Nee, ich hätte gerne eine andere gehabt, aber dieses Paket mit den Kotflügelverbreiterungen und den Schäden, die Garage ging auf und dachte ich, ja, kaufst du. Ja, mein Kumpel hat gesagt, du spinnst. Und vielleicht nach 30 Jahren dann kannst du jetzt nur noch mal umlackieren. Ja. Aber was wäre deine Wunschfarbe? Vielleicht ein Grau. Ich muss sagen, ich finde es ganz cool, so in Silber. Finde ich Silber eigentlich auch cool. Also ist zumindest, Silber ist ja ein Auto, eine Farbe, was nicht auf allen Autos wirkt, aber ich finde auf dem. Ja, und deswegen war das wahrscheinlich, also Silber war noch nie meine Farbe, aber da passte dieses Paket. Ja. Von der Form und mit den Felgen und so dachte ich. Ich finde bei so einem Oldtimer einfach immer, Nico, mach mal die Tür auf. Ja, alleine so der. So, weißt du, das mega. Ist so. Man merkt einfach, das ist ein Unterschied zu heutigen Türen. Ja. Das ist schon geil. Sitz ist Z3, ist das? Genau, richtig. Würde ich jetzt aber auch anders machen, würde ich andere Sitze nehmen, leichtere halt, weil die sind echt schwer. Ne? Das heißt eher irgendwie sowas in Richtung, weiß ich nicht, so Recaro CS oder irgendwie sowas in Richtung. Aber ich finde auch die Farbkombi finde ich eigentlich ganz geil passend. So dieses leichte Cognac mit dem Holzlenkrad. Aber sie ist ja echt Chancen, hier ein Haar drauf zu kriegen, so wie es ist. Ja, die Sitze sind egal, das spielt keine Rolle, es geht halt nur um Technik, Felgen. Die Felgen gab es damals schon. Also ja, die ADS sind ja absolut Klassiker. Jetzt muss ich aber gucken, ob ich mit meinen Füßen überhaupt nebeneinander reinpasse. Doch, das geht aber. Aber witzig, wie man so damals, ne, eigentlich halben Fußraum da unten einfach verschenkt hat. Ne? Ja. Ja, du warst halt mit den Pedalen näher zusammen. Ne? Die Lederslipper damals besser durch. Geil. Ein krasses Auto. Weil ich bin echt gespannt, was passiert, weil 200 PS in so ein Ding ist ja wirklich nicht wenig, ne? Ja, nein, das ist schon. Was ich cool finde an dem Auto ist, so ein bisschen so diese Kombination aus alten Auto, weil ganz viele würden so ein Auto da einfach nur flach machen und ein bisschen durch die Innenstadt cruisen und so weiter. Das war aber nicht ein Ziel. Also du willst eigentlich auch ein bisschen Rennstrecke und so damit fahren. Genau. So ein bisschen die Leute erschrecken, dass sie ein bisschen Spaß haben halt. Ich wollte gerade was sagen, das kann ich noch nicht sagen, weil wir sind in Oschersleben auch was Altes gefahren. Und da war es tatsächlich auch so, du fährst mit 200 PS, mit der Leistung, auf die Gerade drauf. Und ich sag mal, es muss dann auch schon ein M3 sein, dass der wirklich dran vorbeifährt. Ja. So, ne? Also Gewicht ist halt wirklich, ist halt alles bei den Kisten. Ne? Thema Gewicht, hast du den schon mal gewogen? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, was er wiegt. Was denkst du? Normalerweise 960 Kilo und ich denke, dass er jetzt irgendwie vielleicht auf 1050 ist. Vielleicht, und unter 1000 wäre natürlich mega. Ich kann dir nichts versprechen, weil wir ein paar Probleme mit der Waage hatten, aber wir können das eben gerne mal testen, was das Ding wiegt, würde ich sagen. Das wäre geil. Weil unter 1000 wäre natürlich, wäre geil. Würde man auf jeden Fall hinkriegen, wenn das erstmal alles rausfliegt, so, ne? Weil es ist ja halt noch komplett original, aber das macht schon den Charme so aus. Ja, los, komm, wir wiegen erstmal. An der Stelle würde ich euch gerne den Partner unser heutiges Video vorstellen, und zwar Insta360. Wir sind Actioncam-mäßig mal umgestiegen. Ich bin wirklich gespannt, was gleich passiert. Der eine oder andere, der Nico auf Instagram folgt, hat vielleicht schon was gesehen. Und zwar, wir filmen heute mal einmal mit der X3. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Wirklich ganz easy zu bedienen. Da kommen wir allerdings später drauf. Aber ich habe mir überlegt, wir machen mal ein neues Setup. Das heißt einfach nur die 360-Grad-Kamera in die Windschutzscheibe. Das heißt, Nico kann später im Schnitt wirklich durch das ganze Auto links und rechts durch. Wie sagt man? Scrollen? Ja. Eigentlich, ne? Scrollen. Nico is watching. So, der andere Punkt, den ich aber noch viel krasser finde, ist die Go 3 in Glanzschneeweiß. Geile ist nämlich, das Case lädt gleichzeitig hier die kleine Cam. Und das ist wirklich alles, was wir brauchen, jetzt gleich zum Film. Und da gibt es dann nämlich diesen geilen Halter zu. Das Ganze hält wirklich über Magnet. Und dieses Ding kann man sich wirklich überall hin machen. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an und setzen uns das Ding einfach nur an Helm. Und schon habt ihr, schwöre ich euch, die beste Perspektive, die es zum Fahren gibt.
Allerdings, sonst hatten wir ja immer eine riesen Kamera drauf. Jetzt das Ding ist schön klein und knapp. Und ich werde mir auch ziemlich sicher noch ein paar geile Sachen überlegen, wo wir das Ding noch überall festmachen können. Aber wir hatten kurzzeitig einen Moment, wo ich abfotografieren konnte. Und wir sind bei 1085 Kilo. Ja. Was sagt der Tank? Halb voll. Heißt ungefähr wie viel Liter? Ja, um die 20. Aber was man sagen muss, was extrem krass ist, wie gleichmäßig der steht. Ne? Ja. Das ist wirklich heftig. Wir haben 57% vorne und 43% hinten. Wir blenden es ein, aber er ist wirklich kerzengerade. Also da sieht man halt, ne? Wobei eigentlich Motor ist ja zur Seite gekippt. Ja. Aber das ist geil, das ist gut. Bin gespannt, wie das jetzt fährt. Also ein wirklich geiles Feature ist definitiv dieser Go 3. Gerade bei einer Helmkamera, jeder kennt das, man setzt sich ins Auto rein und die ganze Fahrt lang muss man wirklich hoffen, dass das Bild am Ende geil ist. Aber das ist so ein bisschen wie so ein Frauenschminkspiegel, den man mit dabei hat. Ja. Und man kann jetzt wirklich vorher einfach auch ganz schnell sehen, wie das Bild am Ende ist. Also das ist wirklich, ich muss schon sagen, also das kann ich wieder gut sehen hier. Klingt aber schön, Onkas? Ja, muss es sein. Ah, bin ein bisschen aufgeregt, aber jetzt geht's los. Viel Spaß. Jetzt erzähl mal, wie war das mit Rost? Rost hat er nicht. Also das war schon alles gemacht, Gott sei Dank. 97, ja okay, ja, wobei doch, immerhin ist er über 20 Jahre gefahren bis dahin. Ne? Ja. Aber hat Rost gehabt, wurde nur schon gemacht. Genau, richtig. Also einen ohne Rost gibt es eigentlich... Gibt es gar nicht, ne? Nein. Keine Chance mehr. Es gibt zwar noch welche, aber weiß ich nicht. Ich habe noch keinen gesehen. Ich merke, Lenkrad, Brett hart, Servolenkung hat er logischerweise nicht? Nein. Hat gar nichts. Kein ABS? Kein ABS, keine Servo. Bremskörperstärker? Den hat er. Den hat er, okay. Ja. Bremsflüssigkeit ist wie alt? Reden wir nicht drüber. Okay. Ja, da müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen, weil das merkt man tatsächlich auf der Rennstrecke immer am schnellsten, dass die halt aufkocht und irgendwann ist halt wirklich Pedale auf dem Boden. Ne? Ja. Sonst aber Bremse bis auf die Scheibenbremse hinten original. Also jetzt keine speziellen Belege drauf. Nein. Okay. Das heißt ja eigentlich, dass mit dem Serien S14 Motor haben wir jetzt hier aber eine Technik drin, die einfach funktioniert. Ne? Also wo man einfach mitfahren kann, ein bisschen Wassertemperatur im Auge und das war's. Ne? Der ist absolut alltagstauglich. Ja. Geil. So, mit dem Holzlenkrad muss ich mir auf jeden Fall noch schnell meine Handschuhe holen. Ja. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, er ist halt gut rutschig so, ne? Aber ein Seriensitz wäre auf jeden Fall noch schlimmer. Ne? Ja. Ah, nein, ja, das sind schon alte Sofas. Ja. Das passt schon. Da. Ist bei M6 Serie so? Ja. M3, M6, immer der erste Gang unten links. Hatte ich nämlich neulich gerade bei dem Klassiker auch unter dem Namen Renngetriebe so ungefähr. Ja, aber also geht auch unter Sportgetriebe. Weil kann ich nur solche Getriebe fahren hier. Ja. Also erstes unten links und dann 2, 3, 4. Das ist eigentlich auch nur zum Losfahren. Ne? Ja. Also meine Prognose ist wir werden eigentlich nur 3 und 4 fahren. Also es ist eine Strecke, die kann man extrem schaltsparend fahren auf jeden Fall. Aua. Also wir gucken noch einmal in die Spiegel. Die Spiegel sind auch nicht original, oder? Nee, Opel. Wollte schon sagen. Ich muss auch immer ganz ehrlich sagen, mir fehlt körperlich gesehen für solche Autos auch die Kraft in Armen und Oberkörpern. Ja. Wenn dann doch mal zum Beispiel jetzt hier eine Mausefalle reingeht und man muss mal ein bisschen schneller korrigieren, da gehört dann ja schon immer ein bisschen mehr dazu. Ja. So, ja, willkommen auf dem Milzer Berg. Ja. Wie hoch dreht der Motor? 6750. Okay. Boah, Alter, aber hier muss man echt richtig lenken, ne? Wahnsinn. Also hier werde ich auf jeden Fall dicke Arme morgen haben. Ja. So, hier kommen wir jetzt auf die Mausefalle. Du bist ja auch noch nie hier gefahren, ne? Nein. So, das ist die Stelle, wovon alle immer erzählen. Ja. Wie es hier runtergeht. Wir fangen erstmal langsam an, weil wir sind uns nicht sicher, wie das hier so mit Schleifen hinten ist. Richtig. Du musst bei solchen Getrieben jetzt immer gucken und überlegen, ist man jetzt gerade, welchen Gang man so ist. Ja. Aber die Sprünge sind schon noch relativ groß, finde ich, ne? Also von der Übersetzung her. Ja. Ja, soundmäßig ist halt echt ein ruhiges Auto, ne? Das muss man einfach so sagen. Da ist kein Spratzen, gar nichts, kein Knallen. Der macht einfach das, was er will. Ja, aber geil, ne? Guck mal, wie schön der beschleunigt. Was für ein Fahrwerk ist hier drin? Das ist ein Fahrwerk von, also hinten Sachs, vorne Bildstein. Aber ist ein richtiges Rennfahrwerk. Ja. Aber das heißt hier nicht irgendwie mit Gewinde und so, sondern... Ja, ist Gewinde? Ja. Jawohl. Okay, hier können wir den A3 hoch. Also, ich hoffe, du hast gut gefrühstückt, was die Arme angeht. Ich habe gar nicht gefrühstückt.
Nein, aber auf den ersten Meter muss ich sagen, guck mal, wie geil das Ding so fährt, ne? Weil wir fahren jetzt gerade hier nicht, also das ist schon, ist jetzt nicht schnell, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier so die komplette Kaffee-Runde schon rein wollen. Was halt krank bei den Autos ist, wie viel Kraft man in den Armen braucht, wenn man in der Kurve, jetzt kommt schnell der TT, in der Kurve auf einmal schalten. Das ist wirklich. Sie werden auf der Strecke auf jeden Fall viel fahren zwischen dritte, vier und fünf. Das sind die Gänge hier. Wodurch kommt das, dass man den so schwer lenkt? Das ist jetzt der Luftdruck, das eine und ein Greifen. Also ist einfach so, dass der Motor tendenziell dann doch schon recht, ja, der drückt halt hoch, ne? Recht schwer ist. Ja. Ja, aber ich muss sagen, auf den ersten Meter, man muss richtig was machen, aber das ist schon altes Feeling. Ist gleich null. Oder weil einfach meine Arme auch zu schwach sind. Also ich muss mich echt richtig anstrengen. Das ist echt krass. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt an die Leute von damals, die das so gefahren sind. Aber man merkt auf jeden Fall, gefühlt ist der Luftdruck ein bisschen zu wenig. Aber das wird natürlich jetzt auch gleich besser, wenn wir den Reifen ein bisschen warm fahren. Ne? Aber sonst so, wir hatten so ein bisschen Angst wegen Schleifen, das macht eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Ne? Ja, auch nichts. Gut, also ehrlich gesagt bremse ich bisher noch wirklich fast gar nicht. Da hat man ein leichtes ABS schon gehabt. Da merkst du mal, ohne ABS merkt man immer, wo hier überall Kuppen sind. Weil natürlich ohne Kuppe bist du sofort blockiert. Ne? Lass mal einmal den Subaru durch. Bei der Kurve musst du möglichst gerade durchkommen hier. Das durchtut möglichst gerade. Aber hier sieht man es jetzt schön, dass man so ein Subaru auf der Geraden. Bist du sicher, dass der Drehzahlmesser geht? Ja, eigentlich schon. Weil, also, es sind schon immer so 7,5, aber der will ja eigentlich noch viel mehr, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt noch keinen Abgleich gehabt. Ne? Merkst du, der wird ja gerade erst richtig, der wird ja erst richtig wach da. Also Übersteuern macht er wirklich gar nicht. Ja. Sondern eher in Richtung Untersteuern. Aber das merkst du ja. Ja. Steinemarke auch? Ja. Ah, siehst du, der GTX lässt uns durch. Ah, hier ist halt immer Vierzylinder. Da fehlt dann ein bisschen Wumms einfach. Es gab den auch mit 2,5 Liter, aber erst später. Spuren so hast du schon eingestellt hier? Nein. Ah, okay. Weil gefühlt würde ich sagen, ist die Spur. Ah, jetzt gibt es ja mal was in die Ohren. Jawohl.
vom Gefühl her ist die Spur vorne zu. Ja. Also ganz schön weit sogar zu. Und deswegen muss man ihn auch so, deswegen lenkt er so stark. Ja. Also deswegen braucht man so viel Lenkkraft, weil man ihn so überlenken muss, damit das Auto in die Kurve reinfährt. Und deswegen fängt er auch schon recht früh an zu quietschen. Ja. Wir lassen jetzt mal den E36 durch, weil der ist eigentlich sogar gar nicht schneller als wir von der Beschleunigung her. Da merkt man mal gut, wie schnell so ein Auto eigentlich schon ist. So, aber ich glaube, der E36 ist ein ganz guter Gegner. Ja, war ja eigentlich erst die Generation danach. Ja. Also die Flüssigkeit zieht Wasser, das Wasser verdunstet jetzt gerade und dadurch ist halt Luft in der Bremse, was wir jetzt gerade in der Bremse haben. Ja. Das ist bei den Autos, die länger stehen, immer ganz oft so. Wir sind jetzt gefahren mit 2 Minuten 25. Ja. Also um mal eine Referenz zu setzen, sind wir jetzt natürlich zu zweit in dem Auto unterwegs. Als ich mit dem Abarth angefangen habe, bin ich 2 Minuten 17, 2 Minuten 18 gefahren. Ja. Das würden wir jetzt aber alleine mit dem Auto ohne Probleme auch schaffen. Ja. Definitiv. Also da war jetzt gerade noch so viel Reserve drin mit der Bremse. Aber guck mal, jetzt kann ich wirklich komplett. Ja, cool. Ja. Und dann irgendwann kommt er. Ja, aber das wurde schon mal zu geil. Ich nehme schon mal zur Sicherheit die andere ein bisschen mit in der Hand. Einmal dein Feierabend. Ja, ja. Wenn die abkühlt, geht das wieder. Mhm. Aber du weißt jetzt, du kannst immer so zwei, drei Runden fahren und dann irgendwann ist halt Ende im Gelände. Aber wo ich wirklich Respekt sagen muss, ist, wie gut es am Ende so fährt. Ja. Weil wir sind jetzt ja schon, also du merkst ja, das Auto muss man ja auch ein bisschen auf Drehzahl fahren. Und trotzdem haben wir jetzt gerade mal 90 Grad Öl und Wasser war wirklich die ganze Zeit. Also ich habe noch nie eine Wassertemperatur gesehen, die so konstant stehen bleibt und war wirklich annähernd perfekt. Also, weil ich sag mal, so 10 Sekunden oder so
findest du hier noch ratzfatz. Ja. Bisschen Gewicht, bisschen Sitze, was halt echt wirklich krass ist, ist mit der Lenkung, muss ich wirklich sagen. Also das mit der Lenkung ist wirklich, wirklich beinhart. Sonst so, macht er genau das, was er soll. Vor allen Dingen, wir sind ja wirklich weit weg von Übersteuern oder so. Also ich sage Spur vorne. Ja. Spur vorne. Ich glaube nicht, dass sie auf ist, weil dafür fährt das Auto zu gut geradeaus. Ja. Ich würde eher sagen, wir können ja gleich mal gucken, ob wir von der Hand her irgendwas sehen oder merken. Ich würde eher sagen, die ist zu. Und dadurch, wenn die zu ist, musst du halt über diesen Punkt immer rüber lenken, dass er überhaupt so. Ne? Und deswegen fängt er relativ früh an schon zu quietschen. Das war ja noch kein richtiges Untersteuern. Nein. Aber trotzdem schon quietschen. Die Reifen können viel, viel mehr. Ja. Aber man muss aber sagen, dafür, dass das Auto so mehr oder weniger aus der Garage hier losgefahren ist, das ist, richtig, ja. Ist das schon geil. Dann guck mal Reifen hier. Aber sieht ja gut aus. Ja. Das hat er ja nur zweimal gemacht. Ja, also doch, also man sieht es halt schon, ne? Aber der schleift zum Glück dann großflächig. Ja. Großflächig, ne? Aber merkst du, die fangen gerade an, Bock zu kriegen. Ich wollte gerade sagen, nicht. Ja, und die sind definitiv schon. Die sind schon wärmer, ja. Nö, eigentlich an sich sieht es gut aus. Also das waren jetzt 5, 6, 7, 8 Runden. Feedback. Geil, also ich hätte niemals gedacht, dass es so gut fährt. Das ist auch tatsächlich ein Motor, der das kann. Also ich sage, der wollte auch ehrlich gesagt noch mehr definitiv. Ja, der braucht halt Drehzahl. Der braucht Drehzahl, der will das. Temperaturen alle völlig geil. Also wirklich Öltemperatur 100 Grad, Wassertemperatur wie angenagelt 80 Grad. Aber wir haben wieder was gelernt. Niemals mit alter Bremsflüssigkeit auf Rennstrecke fahren. Ja. Ich habe beim Losfahren noch gefragt, wie alt ist denn die Flüssigkeit? Und jetzt war es tatsächlich so fünfte, sechste Runde. Irgendwann kommt der Punkt auf einmal, wo du das Pedal ins Leere trittst. Ja. Aber nicht so ein bisschen, sondern so komplett ins Leere. Ne? Das ist wirklich. Und dann zwei, dreimal nachpumpen, dass er wieder bremst. Das ist jetzt der Fall. Ja, das heißt, da ist das Limit erreicht. Wir sind gefahren 2 Minuten 25. Ist nicht langsam. Da werden auch locker noch 10 Sekunden zu holen sein. Alleine und ein bisschen schneller. Er fährt. Also ich habe viel zu wenig Kraft im Oberkörper. Also ist doch so schwer. Für das Auto muss ich definitiv erst mal ins Fitnessstudio. Also wenn ich jetzt sagen würde, wenn der ruckartig mit mir kommt, wenn ich das unter Kontrolle hätte, wäre Quatsch, weil ich gar nicht die Kraft im Lenkrad habe. Jetzt auch nicht vergleichbar irgendwie mit dem Kart, weil es ist halt hart plus Weg. Ist nicht nur hart und kurz, sondern du musst wirklich so... Ja. Stell dir vor, dass mit einem kleineren Lenkrad noch... Ja, gar nicht, kannst vergessen. Ja. Aber in Summe hat Spaß gemacht, geiles Auto, wieder eine Erfahrung. Mehr würde ich ungern machen, weil ja, es ist halt mit Bremse immer... unbeherrschbar. Ja, halt, ne? Ja, und wenn das so ist, dann ist eine Bremse, die versagt auf der Rennstrecke, ist halt meistens leider, sie versagt nur einmal. Ja, genau. Und dann knallt es und das wollen wir nicht. Ne? Ja. Aber sonst so, schon geil. Ist halt mal was anderes, was man nicht jeden Tag irgendwie so um sich rum hat. Also ich schätze das Auto ein, jetzt so ein bisschen, natürlich eher, wenn man halt Rennstrecke fahren will, müsstest du ja eh anfangen, auch ein bisschen 6-Punkt-Gurt auf jeden Fall. Ja. Genau. Das heißt, angenommen, man würde jetzt so eine klassische Schale reinmachen, 6-Punkt-Gurt, nochmal eine Achsvermessung, Bremsflüssigkeit, ein Fahrer, der alte Autos wirklich gut bewegen kann. Also ich sage so 2 Minuten 10 gehen auf jeden Fall hier. Ja. Das definitiv, ja. So, und jetzt in Relation dazu, ich bin mit meinem RS4 B7 2 Minuten 5 gefahren, mit 420 PS, ne? Ja. Weil man einfach mal sieht, in welchen Regionen man da schon am Fischen ist, ne? Ja, das ist schon ordentlich. Akustisch gebe ich dir 100% recht, muss die Airbox rein, ja. Weil das fehlt ihm so auf den letzten 500 Umdrehungen, da fängt er an zu schreien, aber bis dahin braucht der Airbox. Ja, okay, also ich würde sagen, Hausaufgaben erkannt. Richtig, machen. Bremsflüssigkeit einmal, ja. Airbox einbauen, ja. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr hier nochmal und dann gucken wir mal, was so geht, würde ich sagen. Ja, eine geile Sache. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Man muss einfach sagen, es ist nicht selbstverständlich, so ein Auto auf der Rennstrecke zu bewegen. Deswegen, Jens, wirklich von tiefstem Herzen vielen Dank, dass du mir diese Möglichkeit ermöglicht hast. Weil es ist einfach immer noch mal geiler, so ein Auto auf der Rennstrecke zu fahren, als auf der Straße zu fahren. Ne? Ja, so, ne? Weil es halt dieses Handling ist halt anders, als wenn du dich in ein modernes Auto reinsetzt. Genau. Ich sage immer, auf der Straße kann man natürlich sich besser darauf konzentrieren, wie so ein Auto beschleunigt, aus dem Keller, wie auch immer. Ja. Aber jeder, der einmal Rennstrecke gefahren ist, der weiß einfach, dass es ein Highlight ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Gerne. Du kannst es abkühlen lassen, kannst gerne noch ein paar Runden machen, aber auf jeden Fall mit Vorsicht. Ja. So. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Auto findet. Ich denke mal, auf jeden Fall geil. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.